Manche im Westen nennen ihn den amerikanischen Professor. Einige seiner Kritiker nennen ihn die neue PR-Waffe der iranischen Regierung. Er ist ein enger Berater des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani und steht in erster Reihe der neuen Verhandlungen, der direkten Verhandlungen über das iranische Nuklearprogramm. Heißen wir den Außenminister der Islamischen Republik Iran, Herrn Mohammed Javad Zarif, hier willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind. Auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, beim Kamingespräch von Phoenix aus dem Adlon Hotel in Berlin. Herr Minister Zarif, seit der Interimsvereinbarung über das Nuklearprogramm vom vergangenen November ist die größte Frage der Menschen weltweit: Kann man dem Iran überhaupt trauen? Heute während der Münchner Sicherheitskonferenz sagten Sie, Sie wollen ehrlich verhalten und ehrlich verhandeln. Kann man Iran trauen? Gut, ich glaube schon, dass wir ein Problem des Misstrauens haben, aber auf beiden Seiten. Das iranische Volk traut dem Westen nicht, weil wir in der Vergangenheit unfair behandelt wurden und insbesondere ferngehalten wurden von der Technologie, die für die friedliche Nutzung der Atomenergie nötig ist. Außerdem versorgte der Westen den Irak Saddam Husseins mit Chemiewaffen, die Saddam gegen uns einsetzte. Es gibt also eine ganze Geschichte dieses Misstrauens. Und wir müssen nun die Gelegenheit beim Schopf ergreifen, die wir jetzt haben, auch für das iranische Volk. Das iranische Volk hat ja den Weg eingeschlagen des konstruktiven Engagements, der Mäßigung. Und ich meine, das ist eine einzigartige Gelegenheit, die man jetzt auch nutzen muss, und zwar von allen Seiten, um jetzt Vertrauen aufzubauen. Ich weiß und verstehe auch, dass einige im Westen eine andere Darstellung, eine andere Version der Geschichte haben und deshalb immer noch misstrauisch sind. Aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Darstellungen der Vergangenheit. Die einen sagen, dass dem Iran der Zugang zur Technologie vorenthalten wurde und dass die iranischen Reaktoren, die ja schließlich von den Amerikanern gebaut wurden, im Rahmen des damaligen Programms von Präsident Eisenhower zur friedlichen Nutzung der Atomenergie, aber die Brennstäbe wurden dem Iran nie geliefert. Das heißt, dass der Iran immer durch die unterschiedlichsten Kanäle gehen musste, um schließlich an die Brennstäbe zu kommen. Wir haben dabei herausgefunden, dass die einzige Art und Weise, wie wir vorankommen können, ist, dass wir darin besteht, dass wir uns aufeinander verlassen können. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, selbst Uranbrennstäbe herzustellen, das Uran selbst anzureichen, wenn wir das auf dem freien Markt kaufen können. Wir haben jetzt die Gelegenheit für den Westen und Iran, das verloren gegangene Vertrauen neu aufzubauen. Gut, ich verstehe schon, dass es sinnvoll ist, über die Zukunft zu sprechen und nicht so sehr über die Vergangenheit. Aber das Misstrauen, das sich in der Vergangenheit aufgebaut hat, liegt unter anderem auch daran, dass der Westen den Eindruck hatte, dass der Iran nicht unbedingt sehr bereitwillig Informationen zur Verfügung stellte, beispielsweise mehr Uran anreicherte, als der Iran in der Tat auch brauchte. Gut, auch da wiederum die verschiedenen Fassungen der Geschichte. Es stimmt schon, Iran war nicht sehr bereitwillig mit Auskünften. Wir waren sehr diskret, aber das hat natürlich seine Gründe. Als wir seinerzeit versuchten, transparent zu werden, hat man uns sämtliche Wege versperrt. Wir sind mit 10% beteiligt an der französischen Urananreicherungsfirma Eurediv und trotzdem bekamen wir keine Uranstäbe. So hatten wir also die Atomreaktoren, aber keine Brennstäbe. Dadurch ergab sich natürlich auch eine psychologische Situation, einen bestimmten Bedarf. Sehen Sie, Iran ist ja kein neuer Staat, sondern ein Staat, eine Nation, die Jahrtausende alt ist.
Und wir glauben, dass die Empires, also die Imperien dieser Welt, alle nur eine kleine Periode der Weltgeschichte darstellen. Zum Beispiel die Amerikaner, die 50, 60 Jahre, die sie Supermacht sind, ist ein ganz kleiner Zeitraum in der Weltgeschichte. Und wir können es einfach nicht zulassen, dass uns jemand erzählt, wir dürfen keinen Zugang zu dieser Technologie und zu den Brennstäben haben. Wir haben schwierige Prozesse durchlaufen, um die nötige Technologie uns selbst zu erarbeiten, um sie aufzubauen bei uns. Das ist natürlich nicht wirtschaftlich, auch nicht unbedingt wirtschaftlich in der Durchführung, aber das ist darauf zurückzuführen, dass wir unsere Energieträger diversifizieren wollten. Und auf der anderen Seite standen dann die anderen Länder, die uns vorschreiben wollten, was wir zu tun und zu lassen haben. Wir waren also sozusagen gezwungen. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und dabei auch die Vergangenheit analysieren, dann müssen wir noch einmal muss ein jeder auch die Seite des anderen betrachten. Gut, der Kern der Debatte war ja immer auch die Frage, ob Iran tatsächlich willens und in der Lage war, eine Atombombe zu bauen und nicht die Atomenergie nicht nur für die friedliche Nutzung vorzusehen. Und das wurde erst sehr spät auch vom Iran anerkannt und zugegeben, dass sie auch durchaus geheime Fertigungsanlagen haben. Aber allein schon die reine Menge Urans, die sie anreichern wollten, zu 10-20%, das war schon so viel, dass selbst die Sowjetunion zu einem bestimmten Zeitpunkt sagte, dass da liegt auch ein Offensivpotenzial mit in diesen großen Mengen. Deshalb will der Iran auch diese Mengen haben. Gut, damit sind wir aber nicht einverstanden. Wir mussten 20-20% Uran anreichern, weil unsere entsprechenden Zentrifugen genau das Material brauchen. Die sind ja schließlich, das, was von die Amerikaner ursprünglich vorhatten, hätte sogar hoch angereichertes Uran erforderlich gemacht. Nachdem die Amerikaner, wenn die Amerikaner uns sicherlich geholfen hätten, beispielsweise dann auch nach der Revolution mit weniger angereicherten Uran zu arbeiten, da haben sie uns dann die Zusammenarbeit verweigert. Also haben wir gesagt, entweder ihr liefert uns die Brennstäbe oder wir fertigen sie selbst. Aber warum brauchen sie denn fast 200 Kilogramm mit von 20% angereichertem Uran? Gut, zu einem bestimmten Zeitpunkt hatten wir einfach den Bedarf. Wir haben dann aber nicht mehr nur über den Bedarf nachgedacht. Wir haben seinerzeit die nötigen Bedingungen auch geschaffen, dass wir auch am Verhandlungstisch sicherlich stärker waren. Beide Seiten haben einander nicht unbedingt gut getan. Wir leiden unter den Sanktionen. Bei uns bauen sich Ressentiments auf gegen den Westen. Und dann haben Sie auch die Anzahl der Zentrifugen. Das ist ja die Gleichung, die ich Ihnen einmal aufmachen möchte. Als die Sanktionen begannen, hatten wir weniger als 200 Zentrifugen mit relativ wenig Mengen an angereichertem Uran. Heute haben wir mehr als 9000 Zentrifugen und starke Ressentiments auf Seite des iranischen Volkes. Die Menschen leiden darunter, dass beispielsweise auch die Amerikaner Geschäftspartner im Ausland daran hindern, Dokumentenakkreditive für uns aufzumachen. Beispielsweise Pharmaunternehmen, die in Europa Medikamente einkaufen wollen, sind dadurch behindert und können eben keine Akkreditive bekommen. Wir hoffen, dass wir jetzt ein neues Kapitel eröffnet haben. Wir haben uns in Genf ja mit der EU 3+3, den Staaten einschließlich Deutschland, geeinigt und gesagt, wir wollen Schluss machen mit der Vergangenheit, mit diesem Circulus Viciosus, diesem Teufelskreis, wo sich alle nur wehtun, sondern wir wollen jetzt eine Lösung finden.
Gut, die Argumente werden ja während der Verhandlungen im Februar schon dann geprüft werden und man wird sich bemühen, eine langfristige Lösung zu finden. Aber wie Sie sagten, gibt es immer noch Misstrauen auf beiden Seiten. Wie weit wären Sie denn bereit zu gehen, um hier wieder Vertrauen aufzubauen? Und was fordern Sie von den Amerikanern und den anderen Verhandlungspartnern, wie weit Sie gehen sollten? Gut, wir müssen auf jeden Fall schon einmal der Roadmap vertrauen, die wir gemeinsam festgelegt haben. Wir haben beispielsweise den ersten Schritt in Form eines Aktionsplans in Genf festgeschrieben. Der ist wichtig für beide Seiten. Und es ist ganz wichtig, dass sich jetzt beide Seiten auch an diesen Aktionsplan halten und jetzt nicht etwa diesen Aktionsplan missbrauchen, sondern dass man ihn voll und ganz umsetzt. Vielleicht darf ich noch mal für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer erläutern, worüber wir sprechen. Sie haben sich im Wesentlichen in Genf damit einverstanden erklärt, dass Sie jetzt die Anreicherung auf 5% einfrieren, dass das zu 20% angereicherte Uran abgereichert wird und dass Sie dann den Schwerwasserreaktor in Arak nicht weiterbauen werden. Zur gleichen Zeit sollen dann Sanktionen aufgehoben werden in den kommenden Monaten bis Juli. Nun, das ist nicht ganz exakt. Wir haben gesagt, wir reichern Uran nicht mehr bis zu 20% an. Wir haben gesagt, wir werden nicht mehr als 5% anreichen. Wir haben aber dann gesagt, wir werden keine weiteren Komponenten einbauen. Wir haben aber nicht gesagt, dass wir nicht mehr weiterbauen. Und wir haben gesagt, wir werden auf jeden Fall transparenter sein, auf eine neue Art und Weise, damit die IAEO auch hier ihre Arbeit machen kann. Von unserer Seite werden unsere Aktionen auch von der IAEO verifiziert, dass wir nämlich die nötigen Maßnahmen getroffen haben, um unseren Verpflichtungen nachzukommen. Jetzt ist es wichtig, dass die Europäer und die Amerikaner auch ihre Verpflichtungen einhalten, beispielsweise die Sanktionen aufheben. Ein Teil ist davon schon geschehen. Die Europäische Union hat die entsprechenden Entscheidungen auch schon getroffen. Und jetzt müssen alle europäischen Akteure in dem Zusammenhang auch ihren Verpflichtungen nachkommen. Die Amerikaner haben die Banken entsprechend instruiert, dass jetzt wieder Geschäfte mit dem Iran getätigt werden können. Jetzt ist es aber wichtig, dass man sich auch wirklich wahrhaftig an die eigenen Verpflichtungen auf beiden Seiten hält. Das ist ein Prozess, in dem man langsam wieder Vertrauen aufbauen kann. Am 18. Februar beginnen die Verhandlungen in Wien für eine umfassende Lösung. Und diese Verhandlungen werden sicherlich schwierig sein, aber auf der anderen Seite vielleicht auch einfacher. Denn wenn die Ziele solcher Verhandlungen ganz klar sind und sicherstellen sollen, dass das iranische Atomprogramm ausschließlich friedlichen Zwecken dient, dann ist es nicht so schwierig. Wenn man ein gemeinsames Ziel hat, dann kann man diese Ziele umsetzen, vorausgesetzt, man verhandelt wirklich ernsthaft und offen miteinander. Es gibt sicherlich viele, viele Antworten auf bestimmte Fragen und man darf dann auch von anderer Seite aus nicht auf einer einzigen Antwort bestehen. Und doch muss ich zu den Einzelheiten der Verhandlungen noch einmal nachfragen. Wäre denn Iran auch bereit, die Anzahl der Zentrifugen auf 4000 zu begrenzen? Grundsätzlich verhandle ich nicht im Fernsehen, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir sicherlich auch bereit sind, die Sorgen ernst zu nehmen. Wir werden aber unser Programm nicht abbauen. Wir haben unsere eigenen roten Linien und ich glaube, dass es innerhalb dieser roten Linie sicherlich auch möglich ist, mit den Sorgen unserer Verhandlungspartner ernsthaft umzugehen. Ich sagte schon, es gibt vielfältige Möglichkeiten, den Verhandlungszweck zu erreichen. Man soll also nicht glauben, das habe ich vorhin schon gesagt, dass es nur eine einzige Antwort für eine bestimmte Frage gibt. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Man muss und beide Seiten müssen dann auch sich zusammensetzen und die unterschiedlichsten Optionen untersuchen. Das wird von beiden Seiten verlangt und nicht nur von einer Seite. Ich verstehe, dass Sie offensichtlich auch haben verlautbaren lassen in den letzten Wochen, dass der Iran seine Möglichkeiten der Anreicherung nicht aufgeben wird. Das ist offensichtlich eine der von Ihnen angesprochenen roten Linien. Und Sie sagten auch, dass Iran grundsätzlich auch seine Fähigkeit beibehalten will, die Anreicherung auf 20% innerhalb von 24 Stunden wieder neu zu starten.
Na, so ist es nicht. Ich habe gesagt, wir haben jetzt ein vorübergehendes Abkommen als vertrauensbildende Maßnahme. Die europäische Seite und die Amerikaner können selbstverständlich wieder Sanktionen verschärfen. Und wir können jederzeit entscheiden, unser Uran wieder bis zu 20% anzureichern. Wir haben bisher kein weiteres Abkommen. Bisher haben beide Seiten ganz einfach nur mal sichergestellt, dass wenn sie sich nicht einig sind, dass sie aufgrund des Misstrauens übrigens, dass sie jederzeit wieder Mechanismen starten können, wenn die andere Seite ihre Verpflichtungen nicht einhält. Man kann also in einem solchen Fall wieder zurückgehen in den Status quo ante und praktisch wieder da weitermachen, wo wir vor dem vorübergehenden Abkommen standen. Das ist sozusagen das schlimmste Szenario. Das wollen wir aber natürlich nicht. Wir wollen eine Lösung finden, die aus dieser vorübergehenden Vereinbarung eine langfristige macht, damit wir dann langfristig ein iranisches Nuklearprogramm haben im Einklang mit der IAEO und auch den Genfer Vereinbarungen. Und die Amerikaner würden das dann akzeptieren. Ganz zum Schluss, wenn wir dann auch die Vereinbarung werden umgesetzt haben, dann werden die Beziehungen zwischen den Staaten wieder auf einer normalen Basis verlaufen. Wir haben ja nicht so viel Zeit miteinander verbracht, um ein Abkommen nur für 6 Monate zu schließen. Aber wir haben natürlich auch gewisse Zwänge aufgrund des Misstrauens, des Mangels an Vertrauens. Das ist auf beiden Seiten noch sehr stark gegeben. Jede Seite hat versucht, ihre eigenen Verhandlungsoptionen zu bewahren. Und wenn sich jeder jetzt an seine Verpflichtungen hält, dann läuft das ja auch in Ordnung. Sie sagten vorhin, dass beide Seiten sich in der Vergangenheit doch sehr wehgetan haben. Das ist ja auch einer der Gründe, warum jetzt die Gespräche möglich geworden sind. Wie schlimm war es denn für den Iran, diese Sanktionen zu erleben? Ja gut, wenn Sie nach Iran kommen, nach Teheran beispielsweise, dann haben Sie nicht den Eindruck, dass Teheran eine Stadt ist, die unter den Sanktionen sehr stark leidet. Der Iran ist ein sehr wohlhabendes Land. Aber das Problem liegt natürlich darin, dass man mit Sanktionen auch die Korruption befördert. Sobald man Sanktionen umgehen will, findet man zahlreiche andere Kanäle. Und wir haben sehr viele Spezialisten, Experten sozusagen in der Vermeidung von oder der Umgehung von Sanktionen. Sanktionen befördern grundsätzlich Korruption, weil die Menschen natürlich immer wieder versuchen, sie zu umgehen. Wenn Sie also in den Iran kommen, dann sehen Sie eine normale Volkswirtschaft, unter Umständen die höchste Dichte an Porsche-Limousinen in der gesamten Region. Aber Tatsache ist, dass wir natürlich diese internationalen Beziehungen in der Form nicht wünschen. Wir wollen Transparenz, wir wollen ernsthafte Beziehungen mit dem Rest der internationalen Völkergemeinschaft. Und wir sehen auch nicht ein, dass wenn wir Medikamente kaufen wollen im Ausland, dass wir die in bar bezahlen müssen. Sehen Sie, man kann das auch über ganz normale Bankwege machen, wie viele andere das natürlich auch tun. Es war uns also nicht etwa unmöglich, an die Medikamente zu kommen, aber wir mussten immer wieder die Sanktionen umgehen. Dadurch wurden die Waren auch teurer und die Korruption wurde befördert. Präsident Rouhani hat gerade während des Weltwirtschaftsforums in Davos alle eingeladen, auch im Iran zu investieren. Aber er hat Israel ausgeschlossen. Und Israel und einige arabische Staaten stehen doch diesen Verhandlungen sehr skeptisch gegenüber, weil sie meinen, das ist eine große Täuschung, die der Iran nur vornimmt, um aus den Sanktionen herauszukommen. Gut, wir haben unseren Nachbarn ja gesagt, wir wollen kooperieren, wir wollen Vertrauen bilden, wir wollen mehr Sicherheit für alle. Wir sagen, die Sicherheit ist für uns alle wichtig. Ich habe ja die meisten unserer Nachbarländer besichtigt und stehe auch für Besuche in anderen Ländern weiterhin offen, um sicherzustellen, dass wir einander verstehen, dass wir miteinander zusammenarbeiten. Ich glaube auch, dass wir Gemeinsamkeiten haben. Wir haben gemeinsame
Herausforderungen, gemeinsame Gelegenheiten und Chancen. Ich glaube, dass die Herausforderungen in unserer Gegend, beispielsweise in Syrien, die Herausforderung des Extremismus, die schon grenzübergreifend sich bemerkbar machen, da müssen wir gemeinsame Lösungen finden. Wenn wir über Israel sprechen, haben wir es sehr klar gemacht. Israel hat eine Vernebelungstaktik. Hinter dieser Nebelwand versuchen sie zu rechtfertigen, warum sie die Rechte der Palästinenser mit Füßen treten. Das Problem besteht eben im Nahen Osten darin, dass die Juden auf den dass die Israelis auf den Rechten der Palästinenser herumtreten, trotz der vielen, vielen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und vieler anderer Institutionen. Sie nutzen immer wieder diese Ausflüchte, versuchen die internationale Aufmerksamkeit davon abzulenken, was in ihren Territorien dort passiert. Das mag vielleicht eine Weile funktioniert haben, aber es wird nicht auf lange Sicht funktionieren. Gut, wenn Sie sagen, wenn wir Fortschritte machen wollen, dann müssen wir über all diese Dinge reden, dann wäre es nicht auch an der Zeit, jetzt zu sagen, Israel ist einer unserer Nachbarn? Nein, Israel ist nicht unser Nachbar. Nein, nein. Wir brauchen überhaupt nichts mit Israel zu diskutieren. Wir sind mit der Nachbarschaft, die wir haben, sehr glücklich, mit den Sicherheitsbeziehungen zu unseren Nachbarn. Die haben ihre Probleme, die haben andere Themen, mit denen wir nichts zu tun haben. Wir sind in der Gegend ja gar nicht involviert. Das sind Probleme, die sie dort in ihrer Region lösen müssen. Zum Ende des Tages wird es immer wieder darauf ankommen, ob die Rechte der Palästinenser respektiert werden oder ob sie weiter mit Füßen getreten werden, wie in den letzten 6 Jahrzehnten. Dazu brauchen wir eine Lösung für die Menschenrechte, für das Recht auf Selbstbestimmung der Palästinenser. All das muss gelöst werden und wir dürfen nicht die tatsächlichen Probleme verstecken. Aber mit dem gebotenen Respekt, ich spreche ja nicht über eine Vernebelungstaktik. In der Vergangenheit hat sich der Iran ja immer bedroht gefühlt von Israel und Israel fühlt sich bedroht durch den Iran. Warum setzt man sich nicht an einen Tisch, zum Beispiel mit anderen, die auch helfen könnten, vermitteln könnten und löst diese Probleme? Noch einmal, Iran fühlt sich durch niemanden bedroht. Iran akzeptiert das nicht und niemand sollte das akzeptieren, dass bestimmte Länder illegale Maßnahmen einsetzen, um andere Länder zu bedrohen. Aber der Herr Präsident Ahmadinejad hatte doch gefordert, dass Israel von der Landkarte ausgemerzt oder ausradiert werden soll. Solche Art Statements hat es von unserer Regierung nicht gegeben. Wir haben ganz klar gemacht, dass die Netanyahu-Regierung solche Statements genutzt hat, um wiederum Nebelkerzen zu werfen, zum Zwecke halt eben, dass sie den echten Themen aus dem Wege gehen wollten. Und das wichtige Thema ist, dass das palästinensische Volk seiner Rechte beraubt wird. Ich glaube, viele Leute haben Vorwände, nutzen diese Vorwände und Entschuldigungen, aber das sind keine Lösungen. Für den Rest der Welt, Sir, ist das doch ein bisschen enttäuschend, weil viele Menschen von der neuen Regierung im Iran erwarteten, dass es auch in dieser Frage etwas Bewegung gäbe. Präsident Rouhani hat ja beispielsweise anerkannt, den Juden zum jüdischen Neujahrsfest gratuliert, genau wie ich, genau wie Sie. Auch zur Frage der Leugnung des Holocaust, für die Präsident Ahmadinejad ja bekannt war. Sie haben auch gesagt, das sei die vorherige Regierung gewesen. Gibt es also einen Wandel in der Frage? Würden Sie offiziell verlautbaren lassen, selbstverständlich hat es den Holocaust gegeben und Millionen Juden wurden lassen Sie mich alles klar sagen. Ich entstamme einer Tradition,
wo schon die Ermordung eines einzelnen Menschen nach den Heiligen Schriften des Islam unverzeihlich ist, geschweige denn die Ermordung von Millionen. Eine entsetzliche Tragödie ist da passiert und das darf nie wieder passieren. Allerdings darf das nicht als Entschuldigung herhalten für die Verletzung der Rechte des palästinensischen Volkes. Wir haben ganz klar gesagt, Sie wissen, dass der Iran Heimat der größten jüdischen Gemeinde im Nahen Osten außerhalb Israels ist. Diese Juden haben ihre eigenen Abgeordneten im Parlament. Als ich also dem jüdischen Volk zu seinem Neujahrsfest Rosh Hashanah gratulierte, gratulierte ich nach meinem Verständnis meinen eigenen Landsleuten und allen anderen Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft. Und ich meine, dass wir den allergrößten Respekt vor den Juden im Iran und außerhalb Irans haben. Wir haben nichts gegen die Juden, aber wir sind gegen die Verletzung der Rechte von Völkern. Und wir glauben, dass es keine Entschuldigung dafür gibt, dass man auf den Rechten der Palästinenser herumtrampelt. Lassen Sie mich das Argument doch umkehren. Wäre es denn fair zu sagen, wären Sie einverstanden, wenn die Palästinenserfrage zwischen Israel und Palästina gelöst werden könnte, wäre dann der Iran bereit, Israel anzuerkennen? Gut, das ist eine souveräne Entscheidung des Irans, aber die wird keinerlei Auswirkungen haben auf die Situation im Nahen Osten. Wenn die Palästinenser glücklich sind mit der Lösung, dann wird niemand außerhalb Palästinas diese Lösung verhindern können. Das Problem der in den letzten 60 Jahren ist ja eben, dass die Palästinenser unglücklich waren und nicht zufrieden waren mit ihrer Lage. Und sie haben einen Grund auch dafür. Denn die meisten, die wichtigsten Grundrechte werden ihnen verweigert, werden weiter verletzt. Sie haben ein weiteres Thema angesprochen. Syrien ist ein großer Konflikt in der Region und der läuft langsam aus dem Ruder, weil offensichtlich sunnitische Extremisten auch in Syrien kämpfen und aus anderen Ländern kommen Kämpfer in das Land. Zwischen 7.000 bis 11.000 ausländische Kämpfer sind mittlerweile im Iran, in Syrien. Was wäre der Vorschlag Irans, wie man diese Lage unter Kontrolle bringen kann? Wir würden sagen, für alle, dass sie ihre eigenen politischen Agenden mal vergessen und sich mal, dass wir unsere Kräfte zusammentun und dann eine Lösung finden. Ich glaube, das muss ohne Vorbedingungen gehen. Es kann nicht verlangt werden, dass die eine Person beispielsweise ihr Amt aufgibt, eine andere eingeführt wird. Das funktioniert nicht. Alles basierte bisher auf Illusionen, auf den Lügen, die produziert wurden und dann in die internationalen westlichen Länder gebracht wurden. Man hat dadurch die Krise nur verlängert und das führte zu immer mehr Opfern, zu Flüchtlingen, zu Menschen, die unter der Besatzung leiden und zu vielen Toten. Kann das denn am Verhandlungstisch gelöst werden? Denn Iran hat ja nun auch Soldaten dort in Syrien. Nein, wir haben keine Soldaten in Syrien. Wir waren aber nicht an den Verhandlungstisch eingeladen. Aber der stellvertretende Kommandeur hat neulich in einem Interview gesagt, dass es eine iranische Präsenz vor Ort gibt. Ja, es gibt natürlich eine iranische Präsenz, aber wir haben keine Soldaten dort. Syrien ist ein Land, das von den Vereinten Nationen anerkannt ist. Es hat einen Sitz in den Vereinten Nationen und wir haben historische Beziehungen mit dem Land, die wir auch in Zukunft haben werden. Diejenigen, die die Terroristen unterstützen, die ja auch zu den von der UN gelisteten Terrororganisationen gehören, die bringen sich gegenseitig um. Es ist hier nicht ein Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten. Da bekämpfen sich Sunniten untereinander. Extremisten bekämpfen sich und bringen sich gegenseitig um. Wir sind in einer sehr unglückseligen Lage dort vor Ort. Und die einzige Lösung besteht eben darin, jetzt hier allen Syrern auch zu helfen, selbst zu entscheiden, welche Zukunft sie haben wollen. Von außen sollte man die politische Agenda für Syrien nicht festlegen wollen oder Vorbedingungen definieren wollen für die Verhandlungen. Man sollte nicht von außen hier irgendwelche strategischen Kalkül in die Verhandlungen mit einbringen, das Gleichgewicht oder das Ungleichgewicht in der Gegend beeinflussen wollen. Wir müssen den Syrern es ermöglichen, ihre eigene Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Das heißt, der Iran wäre der Frage, ob
Assad gehen muss oder nicht, offen gegenüber. Das ist doch nicht unsere Entscheidung. Das ist nicht die Entscheidung Irans oder der Vereinigten Staaten oder Europas oder irgendeines anderen. Das ist die Entscheidung des syrischen Volkes. Niemand sonst hat das Recht, diese Entscheidung für das syrische Volk zu treffen. Sicherlich auch niemand hat niemand auch das Recht, das zur Vorbedingung für Verhandlungen zu machen, denn dann dauert der Konflikt noch weitere 3 Jahre und es wird noch mehr Opfer geben. Der Konflikt wird weiter ausufern und es wird noch mehr Extremisten geben und die gesamte internationale Völkergemeinschaft wird dadurch bedroht. Aber könnte denn Iran als Katalysator für die Verhandlungen zwischen den syrischen Partnern dienen? Ja klar, wir sagen eben, wir machen keine Vorbedingungen für die Verhandlungen, wie das andere tun in der internationalen Völkergemeinschaft. Und wir sagen, das müssen die Syrer selbst auch lösen für uns. Denn Iran ist Syrien ein wichtiger Nachbar. Wir glauben auch, dass die Auswirkungen dieser Tragödie in Syrien alle bedroht. Und es ist wichtig für alle, auch hier eine Lösung zu finden. Gestatten Sie, dass wir einige Minuten auch noch über die Lage im Iran selbst sprechen, die ja für unsere Zuschauer sehr interessant ist. Wir wissen ja, dass es viele, viele junge Menschen gibt im Iran, die offensichtlich einen Wandel wollen, eine modernere Gesellschaft mit mehr Bürgerrechten für den Einzelnen. Wie sieht es denn damit aus, beispielsweise mit der Meinungsfreiheit? Gut, schauen Sie sich doch den Iran einmal an. Es ist das einzige Land in der Region der Erde, und ich sage noch einmal, das einzige Land, wo in den vergangenen 30 Jahren viermal ein Präsident aus der Opposition gewählt wurde. 73% war die Wahlbeteiligung bei den Wahlen im Juni letzten Jahres. Die Kandidaten wurden von der überwältigenden Mehrheit gewählt, die sich einsetzen für Mäßigung, für die Bürgerrechte, ja, mit einer absoluten Mehrheit. Das ist ein wichtiger Indikator für den Weg, den der Iran eingeschlagen hat. Sie befinden sich ja da in einer Gegend, in der der Extremismus sehr stark ist. Und wir sind ein Land, in dem die Bevölkerung sich entscheidet an den Wahlurnen für einen gemäßigten Kurs. Sehen Sie, die Menschenrechtslage kann in unserem Land verbessert werden, wie in den allermeisten Ländern dieser Welt. Aber es gibt natürlich eine soziale Durchmischung. Der Iran ist nicht ein monolithisches Staatswesen. Es kann kein einziger entscheiden, was zu geschehen hat. Wir brauchen den nationalen Diskurs und das müssen wir erfolgreich fortsetzen, diesen Weg. Wir haben das in der Vergangenheit immer getan. Wir haben für den Regierungswechsel in unserem Lande noch nie das Militär gebraucht. Sehen Sie, wir sind, das ist ein langfristiger Prozess, die Entwicklung in eine modernere Gesellschaft. Das kann nicht über Nacht geschehen. Es gibt bei uns sehr konservative Menschen, die eben den freien Zugang zum Internet nicht so sehr wollen. Und es gibt andere, die sagen, gut, die Einschränkungen sind viel zu groß. Und zwischen diesen verschiedenen Strömungen im Iran muss man immer vermitteln. Und diese Entscheidung muss Gott sei Dank ich nicht treffen, weil die nicht in meiner Zuständigkeit liegt. Aber als Sozialwissenschaftler glaube ich daran, dass wir diesen Prozess auch sich entwickeln lassen müssen, damit wir ein nachhaltiges Ergebnis haben. Nicht etwa nur ein Ergebnis, das von der nächsten Regierung beispielsweise wieder rückgängig gemacht wird. Was sind denn die wichtigsten Dinge, die Ihre jetzige Regierung tatsächlich umsetzen kann? Wir haben beispielsweise einen Oppositionsführer, der immer noch unter Hausarrest steht. Wäre es nicht ein großartiges Signal, hier den freizulassen? Gut, der Präsident hat ja während seines Wahlkampfes auch mehrere Zusagen gemacht. Er hat das in Davos noch einmal gesagt auch, und dass er diese Zusagen einhalten wird. Die Entscheidung liegt eben nicht in der Hand der Exekutive. Das sind häufig auch Entscheidungen, die von den Religionsführern getroffen werden. Aber der macht sie nicht alleine. Er setzt einfach nur sozusagen den Rahmen, in dem alle miteinander arbeiten. Denn wir befinden uns in einem demokratischen
Prozess, in dem die verschiedenen Abteilungen der Regierung auch ihre eigene Verantwortung haben. Wir hoffen, dass durch dieses Verfahren die Regierung und die Exekutive in der Tat auch durchaus hier tätig werden kann, um zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen und dann auch die Probleme lösen werden. Sehen Sie eine Möglichkeit, eine Chance, dass in einer Gesellschaft wie dem Iran, wo die Religion sehr wichtig ist, das gibt es auch in anderen Ländern, dass diese Religion als etwas doch mehr Individuelles, als Privates, als Recht des Einzelnen verstanden wird und nicht vorgegeben wird, kollektiv? Gut, wir haben zwei Aspekte. Wir haben zum einen die soziale Dimension der Religion. Und da haben Sie sicherlich Unterschiede zwischen den verschiedenen Religionen. In manchen Religionen ist das Religiöse eine reine Privatangelegenheit, in anderen nicht. Aber die private Entscheidung des Einzelnen, was er glauben möchte, wie er seinen Glauben leben möchte, das muss jeder Einzelne entscheiden, wie in jeder anderen Gesellschaft auch. Aber Sie haben natürlich auch die Unterschiede zwischen Gesellschaften, die beispielsweise islamische Werte praktizieren, und anderen Gesellschaften. Das hängt natürlich immer auch von der Darstellung ab. Für uns in unserem Land ist, das muss man sich genauer angucken. Sehen Sie, die nachhaltigste Form der Demokratie ruht immer in den religiösen Überzeugungen einer Gesellschaft und kann nicht importiert werden. Deshalb leben wir als Land, als Staat schon viel länger als viele andere Länder. Da gibt es eben, wenn ich darf, dann möchte ich Ihnen ein Beispiel nennen. In einem Zeitungsartikel in Deutschland hatte eine junge Iranerin, 26 Jahre alt, gesagt, sie glaubt, sie ist sehr gläubig, sie trägt den Chador, den Schleier, sie unterstützt den Islam als das Wichtigste in ihrem Leben, aber zugleich beteiligte sie sich an Demonstrationen. Und sie sagte, der Islam wird häufig missbraucht zu politischen Zwecken im Iran. Deshalb hat sie sich an den Demonstrationen beteiligt. Und sie sagte, ich persönlich fühle mich wie ein Stück Holz, das an beiden Seiten dreckig ist. Die Leute wollen mit mir nichts zu tun haben. Sie fühlte sich deshalb isoliert in der iranischen Gesellschaft. Die Demonstranten sagten, sie sei zu konservativ, eine sehr religiöse Frau, und die Konservativen sagten zu ihr, du bist ja mit den Demonstranten unterwegs. Ja, das sag ich ja genau. Der Iran ist keine monolithische Gesellschaft. Wir haben so viele unterschiedliche Meinungen, die natürlich auch ihren Ausdruck finden müssen. Das ist nur ganz natürlich für Menschen mit unterschiedlichen Ansichten. Es gibt Menschen, die glauben, dass die Religion missbraucht wird zu politischen Zwecken. Andere glauben, dass die Religion ein wichtiger Aspekt, ein wichtiger Teil der Gesellschaft ist. Es gibt unterschiedliche politische Strömungen in einer Gesellschaft. Und viele rechtfertigen ihr Verhalten natürlich auch mithilfe der Religion. Das passiert in anderen Ländern auch. Da rechtfertigen sich bestimmte Politiker mit Verfassungsartikeln der amerikanischen Verfassung beispielsweise. Das ist im Prinzip dasselbe. Da sagt man auch nicht, man muss die Verfassung abschaffen. Sehen Sie, die einen bedienen sich in der Verfassung für ihre eigenen Überzeugungen bei den Artikeln, die andere bei anderen Artikeln der Verfassung, und damit rechtfertigen sie ihre politische Andersartigkeit. So funktionieren Gesellschaften, zumal wenn sie pluralistisch sind und den Ausdruck der Meinung auch zulassen. Das ist doch ganz natürlich. Ich glaube nicht, dass das eine Katastrophe wäre, dass die Leute eben tatsächlich an Demonstrationen mit dem Chador teilnehmen können. Und der Großteil der iranischen Populisten, die den Präsidenten Ahmadinejad beispielsweise unterstützten, waren überhaupt nicht religiös. Sie haben also hier auch durchaus übergreifende Themen. Präsident Rouhani ist beispielsweise ein Kleriker, aber zugleich hat er die meisten Stimmen von den eher weltlich orientierten Bürgerinnen und Bürgern der iranischen Gesellschaft bekommen. Er hat viele Stimmen in den Dörfern
dann auch erhalten. Sehen Sie, das sind künstliche Oppositionen, künstliche Trennlinien. Der Iran ist eine sehr dynamische Gesellschaft und niemand kann vorhersagen, wie politische Wahlen im Iran ausgehen. Gut, wenn man Ihnen zuhört, dann hat man den Eindruck, Sie sprechen wie ein Amerikaner. Sie haben in Amerika 24 Jahre lang gelebt und unter Umständen wäre das im Iran eine Beleidigung für Sie, wenn ich Sie einen Amerikaner nennen würde, weil Amerika ja als der Satan im Iran beschimpft wurde und so weiter. Aber wenn man in den Vereinigten Staaten lebt, das werden Sie sicherlich auch bestätigen, war das Größte für Sie, dass Sie als Iraner Ihren iranischen Way of Life, Ihre Art im Westen leben konnten. Meinen Sie, es sollte möglich oder es wäre möglich in Ihrem Land oder sollte möglich sein, wie Sie es gerade sagen, dass man einen Lebensstil aus einem anderen Land, aus welchem Land auch immer, bei Ihnen ausübt, ohne dass man von dem obersten Religionsführer gesagt bekommt, was man zu tun und zu lassen hat. Nun gut, der Iran ist eine andere Gesellschaft als die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben ein anderes soziales Umfeld, andere Wurzeln und diese Wurzeln sind Teil unserer nationalen Gesetzgebung. Wir haben auch Konventionen, wie man sich beispielsweise anzuziehen hat auf der Straße. Aber es gibt auch solche Konventionen in anderen Ländern. Und ich glaube nicht, dass die Menschen große Probleme hätten, wenn sie in ihrem Privatleben leben, wie sie wollen. Das tun ja viele. Wenn sie sehr religiös sind, können sie auch entsprechend leben. Wenn sie das nicht sind, können sie leben, wie sie wünschen. Bei sich zu Hause. Auf der Straße ist das wieder anders. Da haben wir soziale Konventionen, einen Social Code im Iran. Der ist in Deutschland anders. In den Vereinigten Staaten von Amerika sind diese Konventionen wieder anders. Und es gibt keine Gesellschaft ohne soziale Konventionen. Es gibt da unterschiedliche, das ist richtig. Vielleicht meinen Sie, bei uns wäre das exzessiv. Viele denken so. Aber viele im Iran meinen natürlich auch, dass die sozialen Konventionen im Ausland häufig unmoralisch sind. Damit bin ich nicht einverstanden. Aber das denken die Menschen. Deshalb sollten wir gegenseitig unsere Überzeugungen auch akzeptieren. Im Endeffekt entscheiden ja die Mehrheiten in den Völkern, wie das Leben auszusehen hat. Und die Mehrheit der iranischen Bevölkerung hat immer wieder demokratisch an der Wahlurne entschieden. Ich möchte Ihnen noch eine Frage stellen. Welche Rolle sollte Deutschland spielen in globalen Dingen? Während der Münchner Sicherheitskonferenz sprach man ja über das sogenannte Global Germany, das globale Deutschland. Das ist ein Ausdruck, den die Amerikaner geprägt haben. Sie sprachen auch von der transatlantischen Renaissance und forderten von Deutschland doch, sich viel stärker in globalen Angelegenheiten zu engagieren. Was halten Sie davon? Iran und Deutschland haben ja eine sehr, sehr alte historische Beziehung zueinander, die immer positiv war in der Vergangenheit. Für uns ist Deutschland ein wichtiger Partner, ein wichtiger Akteur auch auf der Weltbühne und wir sehen, wie das aber die Weltordnung auch neu geordnet werden muss. Wir brauchen eine neue Regierungsführung, eine globale Regierungsführung. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel, weil die alten Paradigmen nach unserer Meinung nicht mehr wirksam sind, nicht mehr effizient sind. Wir haben jetzt wir müssen aufgrund der Globalisierung eine neue Weltordnung schaffen. Sehen Sie beispielsweise, die Sicherheitsproblematik ist mittlerweile global. Es gibt nicht mehr Sicherheit für einen Teil der Welt, für eine Gruppe von Ländern und für die anderen Unsicherheit. Deutschland und auch alle anderen Nationen sollten sich an einem Sicherheitsnetzwerk weltweit beteiligen und Deutschland hat eine wichtige Rolle zu spielen. Herzlichen Dank, es war ein großes Vergnügen mit Ihnen, mich zu unterhalten. Ich glaube, es werden sich viele Dinge ändern und die Frage wird sich stellen, ob diese Veränderungen tatsächlich langfristig und nachhaltig sind. Wir werden ja sehen, was in den nächsten Wochen und Monaten die Verhandlungen in Wien bringen werden. Wir danken Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und die Zeit, die Sie uns geopfert haben. Ich danke Ihnen. Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse am Kamingespräch von Phoenix aus dem Adlon Hotel in Berlin. Auf Wiedersehen.